Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die verschiedenen Medien verbunden sind. Seit über 50 Jahren gibt es im Fernsehen, dieses hier in der Region, in Nordrhein-Westfalen, eine Zeichentrickserie für Kinder, die Sendung mit der Maus. Vor einigen Jahren konnte diese Maus, eine kleine Zeichentrickfigur, ihren 50. Geburtstag feiern und das wurde dann von dem Sender auch groß gefeiert, mit kleinen Festen und extra Sendungen im Fernsehen. Und damals hat man dann die Möglichkeit gegeben, dass Kinder auch im Radio anrufen konnten. Und dieser Maus, die als sehr, sehr schlau dargestellt wird und alle Fragen der Kinder beantworten kann, dieser Maus Fragen zu stellen. Denn diese Maus, so ist sie dargestellt, ist sehr, sehr klug. Und in dieser Serie, die Sendung mit der Maus, wird Kindern hochkomplexe Dinge dieser Welt und unseres Lebens gut erklärt, dass Kinder das gut verstehen können. Und ich denke, der ein oder andere Erwachsene wird das auch schon mal gesehen haben und staunen, die Zusammenhänge dann ein bisschen besser zu verstehen, weil es sehr kindgerecht erklärt ist. Warum erzähle ich das? Weil vor kurzem morgens im Radio dann ein Kind, 4, 5, 6 Jahre, fragte die Maus, warum ist auf der Kirchturmspitze oft ein Hahn dargestellt? Oben auf dem Kreuz, auf dem höchsten Punkt, ein Hahn dargestellt. Und das wurde dann dieser von der Maus, den Reportern, die die Maus gefragt hatten, dann den Kindern erklärt. Mir hat zwar das eine oder andere daran gefehlt, aber an diese Geschichte musste ich denken, an diese kleine Radioreportage denken, als ich das heutige Evangelium las. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Der Hahn, der auf dem Misthaufen sitzt, auf einem hohen Punkt im Bauernhof, er sieht als erstes, wenn die Sonne aufgeht, weil er eben hoch sitzt, auf dem Misthaufen. Und wenn die Sonne aufgeht, kräht der Hahn. Und alle im Haus werden wach, ein neuer Tag hat angefangen. Es kann einen ärgern, wenn man dann wach gemacht wird, weil man noch schlafen möchte und vielleicht Urlaub hat auf dem Bauernhof, aber die auf dem Bauernhof arbeiten, wissen, das Tagewerk beginnt, der Tag hat angefangen. Gut, dass der Hahn so wachsam ist und uns geweckt hat. Der Hahn auf dem Kirchturm soll genau das symbolisieren, dafür einstehen, dafür ein Zeichen sein, seid wachsam. So wie der Hahn auf dem Misthaufen, auf einem eben hohen Punkt, sieht er, als wenn er unten sitzen würde, wann die Sonne am Horizont aufgeht und die ersten Sonnenstrahlen die Dunkelheit durchbrechen, sitzt der Hahn auf dem höchsten Punkt der Kirche, auf dem Kirchturm, auf der Spitze, sogar auf dem Kreuz ganz oben, weil er von da als erstes sehen kann, nicht nur wann die Sonne aufgeht, sondern die Sonne ein Zeichen in unserem Glauben, in vielen Liedern, in vielen Gedichten, aber auch eben in der Heiligen Schrift, die Sonne steht für Christus. Würde man unten sitzen, dauert es ein bisschen länger, bis man sieht, wann die Sonne aufgeht. Aber an einem hohen Punkt sieht man es ein wenig früher und kann die anderen wecken. So sieht dieser Hahn die aufgehende Sonne oder eben den wiederkommenden Christus und kann alle wecken, die eingeschlafen sind. Denn, liebe Schwestern und Brüder, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt, aber er wird kommen. Und uns dann vielleicht überraschen mit Handlungen, Taten oder eben im Schlaf, weil wir gar nicht mehr mit ihm rechnen, dann wird er sehr verärgert sein. Das haben wir sehr deutlich im Evangelium heute gehört. Wann wird er uns selig preisen? Das haben wir im Evangelium auch gehört. Nicht nur dann, wenn wir wach sind, sondern wenn wir wach sind und etwas tun, was unsere Aufgabe ist für andere. Wenn der Herr kommt und euch dabei sieht, dass ihr dem Gesinde zur rechten Zeit das gibt, was sie zum Essen brauchen, und er kommt dann und sieht euch, dann seid ihr selig zu preisen. Also der Knecht, der auch Diener ist, kümmert sich um die anderen Diener, damit sie genügend zu essen haben, zur rechten Zeit zu essen haben, dass es ihnen gut geht. Also ein Einsatz für andere. Dann wird der Herr sagen, es ist gut, du bist selig. Er wird ihn selig preisen. Liebe Schwestern und Brüder, der Hahn auf dem Kirchturm ist nicht nur ein Zeichen für eine katholische Kirche, zwar meistens, aber nicht nur und ausschließlich, aber oft. Es ist nicht im ersten Sinne ein Zeichen, das das Kreuz ersetzt, sondern
Zum Glück ist das Kreuz oben auf dem Kirchturm, zumindest meistens. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn auf dem Kölner Dom, trotz der zwei großen und dem einen kleinen Turm, gibt es keinen Hahn auf dem Kirchturm, sondern den Stern auf dem Vierungsturm, der Ort sind der Verehrung der heiligen drei Könige. Aber das Bild vom Hahn auf dem Turm, der uns wach machen möchte, dann, wenn der Herr kommt, dafür können wir eigentlich sehr dankbar sein. Noch mehr, wenn es Menschen in unserer Umgebung gibt, die uns wecken, wenn wir eingeschlafen sind, obwohl wir wachsam sein sollten. Und der uns vielleicht auch sagt, seid wachsam und tut gute Dinge für andere. Wachen wir damit nicht ab, sondern nutzen den heutigen Tag, Gutes tun auch für andere und damit wachsam zu sein, mit wachem Auge durch die Welt zu gehen, wo wir gebraucht werden, und im Letzten für Christus wach zu sein.